Herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video hatte ich euch ja erzählt, dass ich gerne eine Positioniersteuerung realisieren möchte, die für euch ein bisschen kostengünstiger ist. Und heute habe ich ein paar Stunden Zeit gefunden, das ganze System mal auszuprobieren. Und deswegen wollte ich jetzt eigentlich nur kurz vorstellen, wie ich das Ganze realisiert habe. Und zwar ist auf diesem Arduino ganz normal das Gabelschild mit der Besonderheit, dass über serielle Kommunikation mit diesem Arduino hier die Daten an Gabel weitergegeben werden. Die Eingabe und Verarbeitung der Signale funktioniert dann im Grunde über diesen Arduino hier und der hier mit Gabel steuert dem dementsprechend dann einfach die Schrittmotoren an. Dazu können wir jetzt hier einfach unseren, unsere Position angeben und mit A bestätigen, der Schrittmotor fährt dann die dementsprechende Position an. Die Besonderheit dabei ist oder was man berücksichtigen muss, dass unser Maschinennullpunkt, der jedes Mal beim Neustart von GRBL geladen wird, nicht äh, dem der Säge, sage ich mal, dem Sägenullpunkt entspricht. Deswegen muss noch ein Offset hier rein und das habe ich über diese Taste realisiert. Das heißt, da kann ein Ausgleichswert eingegeben werden. Und man kann jetzt zum Beispiel 65 einspeichern. Das sind dann, ist sozusagen der Wert, der eingegeben werden muss, damit, wenn man 100 mm absägen will, dementsprechend die Anlage sich dann genau auf 100 mm auch positioniert. So, das Ganze ist natürlich jetzt noch im Beta-Stadium. Ich habe das ganze System noch nicht weiter optimiert, deswegen ist das natürlich noch alles so ein bisschen ruckelig hier. Für die Ansteuerung habe ich mir folgendes überlegt: Und zwar, wenn ihr so einen kleinen Schrittmotor verwenden wollt, der für einen Kameraslider oder so zum Beispiel optimal ist und ausreichen würde, dann könntet ihr auch diese Endstufen hier benutzen. Das sind, das muss ich mal kurz überlegen, das müssten A4988. Endstufen sein. Die werden auch in den 3D-Druckern eingesetzt und die kosten das Stück 2,50 Euro bei eBay. Und angesteuert werden die im Grunde auch wie die großen Endstufen. Das heißt, extrem simpel eigentlich mit den Datenleitungen für Step Direction und, und die Spannungsversorgung natürlich. Das heißt, für das gesamte System würden jetzt eben noch. Zwei Arduinos fällig werden, Schrittmotor Endstufe, ein LCD und ein Keypad. Das sind aber alles Komponenten, würde ich mal behaupten, jetzt so grob geschätzt, komplett unter 10 Euro. Alles zusammen. Und damit kann man dann natürlich schon ein bisschen mehr, sage ich mal, im Hobbybereich anfangen. Natürlich ist das alles noch nicht optimiert. Ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, das zu programmieren. Ich bin heute erst angefangen. Hier unten wird dann noch der Maschinenstatus ausgegeben. Das heißt also, in welchem Status die Maschine sich befindet. Alarm. Und so weiter und so fort. Hier bei Taste B wird die Maschine gestoppt. Taste C führt die Referenzfahrt durch. Also im Grunde nicht viel anders als bei der großen Steuerung. Nur, dass da natürlich der Mikrocontroller direkt über die Steuerung programmiert werden kann. Das kann jetzt hier in diesem Beispiel noch nicht, aber man kann es ja theoretisch auch beliebig weit ergänzen, wie man nun möchte. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Source Code oder so, ich werde das System noch ein bisschen weiter optimieren. Und wenn das eben soweit ist, dann werde ich das in die Videobeschreibung dann von dem aktuellen Video posten, was ich dann gerade hochlade, eben zu dieser Steuerung. Also insofern, wenn euch das, die ganzen Überlegungen hier gefallen, dann lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!